Moin! Herzlich willkommen auf dem Kanal Gabriele von Vololika, wenn es heißt, Sonntagszeit ist Videozeit. Vololika ist eine Handwerkerei aus Bremerhaven und wir machen Bremerhaven bunter. So, mein Spruch ist noch nicht zu Ende, den ich jeden Sonntag sage. Diese Sendung kann man als Werbesendung verstehen, da ihr Stricknadeln seht. Ich nenne möglicherweise Designer. Ihr seht Stricknadeln. Das ist aber alles gekauft von mir. Stricknadeln etc. Auch Anleitungen. Trotz dessen kann man das als Werbung verstehen. So, jetzt kürze ich das ab, bevor ich mich verhaspel. So, es ist unsere 135. Sonntagszeit ist Videozeit-Sendung und ich freue mich, dass du da bist. Ich stehe gerade fest, ich habe gar keine Ohrringe dran. Aber egal jetzt. Mr. Vololika hat mich eben verabschiedet. Ich nehme ja unten im Keller auf. Mit den Worten, wie heißt das in deinen Kreisen? Gut Film. Kurze Zeit später bin ich dann wieder oben aufgetaucht und dann guckte er mich an und sagte, das ging aber schnell. Dann sagte ich, das war so eine halbe Stunde später, dann sagte ich, nee, ich habe alles hingerichtet, meinen Fahrplan geschrieben. Aber mein Handy hat keinen Saft. Also nochmal Pause, nochmal warten, bis der Akku wenigstens 50% aufgeladen war. So. Also 50% heißt so ein bisschen, na, ich kann es nicht sehen, so ein bisschen Hackengas. Mein Wochenrückblick. Mein Wochenrückblick, ja, am Montag. Ich poste ja immer montags so ein Hashtag Montagmorgenpost auf Instagram, der dann auch auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht wird. Und in unserer Vololika-Gruppe aus auf Facebook auch. Das verlinke ich euch alles in der Infobox. Facebook-Gruppe, Instagram-Account etc. Also ein Montagmorgen-Post und montags schaue ich ja immer, dass ich so Bilder aus unserem Garten oder von der Natur, ich bin auch schon extra an Deich gefahren und so, dass ich sowas poste, nicht immer nur Stricksachen. Jetzt ist es so, dass ich morgens immer an einem Storchennest vorbeifahre. Und in der Regel stehen die beiden Burschen immer in ihrem Nest und gucken da so rum. Also habe ich zu Mr. Vololika gesagt, ey, ich will die Störche fotografieren. Okay, ich dann dahin gefahren am Montagmorgen. Und was machen die Burschen? Die stehen natürlich nicht auf ihrem Storchennest. Ich habe natürlich auch nichts zum Draufklettern oder so, sondern stehe natürlich ein bisschen abseits, bin so dicht rangefahren, wie es geht und warte, dass die Buben sich aufstehen. Nein, nein, habe ich eine halbe Stunde lag ich da auf der Lauer und stand da dumm rum, aber die Burschen sind sitzen geblieben. Deshalb gab es diese Woche kein Storchenfoto. Gut, dann habe ich unseren Plaster-Laster-Flamingo geknipst. Ach, war auch ein Federvieh, aber eben nicht lebendig. Okay, irgendwann erwische ich die Buben, das sieht nämlich richtig toll aus. Ist nämlich so Richtung freies Feld, Richtung Osten geht dieses Storchennest. Ganz wenig Bebauung. Und dann scheint da so die Morgensonne drauf und dann stehen die Burschen da. Wahrscheinlich stehen die, am Montag war es ganz diesig, wahrscheinlich stehen die Burschen da nur, wenn sie von der Sonne beschienen werden. Aber egal, ich werde es noch ein paar Mal probieren. Solange bis ich die knipsen kann für dich. So, das war Montag. Dann habe ich gefärbt und dann kam ja durchgewinkt die Corona-Notbremse. Ich vermeide ja dieses Thema, weil ich belastet jeden und ich mag da auch nicht drüber reden. Ich bin immer bemüht, das so ein bisschen frei zu halten, aber Freitag, so Freitag, haben sie beschlossen. So, ich habe das durchgelesen, vorher schon, aber dann natürlich ein bisschen länger. Und dann habe ich gedacht, aha, die Burschen.
Da beschließen sie, was endlich geht, das in epische Breite raus. Und dann tauchen sie ab ins Wochenende mit Burschen. Political Correctness, damit meine ich natürlich Frauen, Männer und andere. So. Also die Burschen beschließen das und hauen dann ab ins Wochenende. Keiner kann groß nachfragen und dann stand ich da mit meinem Talent. Also jetzt mal auf mich bezogen, meine Fragen, die ich hatte. Mein Telefon lief dann auch heiß, ganz viele Nachrichten, nück, 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 hätte gern einen Termin. So. Die Zahlen in Bremerhaven waren gar nicht so weit. Also aktuell schon, aber nicht zurückliegend. Also, aber meine Fragen waren, weil wenn es zum Beispiel um Friseurtermin geht oder sowas, körpernahe Dienstleistungen und alles andere, stand da immer tagesaktueller Test. Aber normaler Handel, die öffnen dürfen, Terminshopping, da stand da nur Test. Ja, wie denn jetzt? Ich kenne natürlich nicht alle Firmen, die da so einen Test herstellen. Ich kenne nur die Firma, habe Test gekauft. Ach, guck, zwei Brillen, habe Test gekauft für mich. Und dann kenne ich die von meinem Mann, wie die aussehen. Aber das habe ich nämlich schon mal ausprobiert. Da ist auch nach 8 Tagen noch der Strich da. So, soll ich jetzt mit meinem, was habe ich lange nicht mehr probiert, einen Schwangerschaftsschnelltest? Soll ich jetzt mit meinem Schwangerschaftsschnelltest irgendwo hingehen und sagen, oh, guck mal, aktuell? So, das war meine Frage. Und auf welche Zahlen soll ich eigentlich achten? Auf die vom Gesundheitsressort oder vom RKI, die schwanken ja immer leicht. So, das waren die Fragen. So, wo habe ich geguckt? Handel, also IHK, natürlich, es war Freitag, die können dann auch nicht mehr reagieren. Seestadt Bremerhaven auch nicht. Das war am Vormittag. Entweder habe ich da was übersehen oder aber ich habe es nicht gefunden. Auf alle Fälle habe ich heute einen Artikel darüber gefunden, dass, weiß ich nicht, die Ausgangssperre trat dann sofort in Kraft, aber sie wollen alle anderen Sachen möglichst zeitnah umsetzen. Okay, bin ich jetzt mal aus dem Schneider. Aber muss ich mir ja Zahlen notieren. So. Am 14. April waren in Bremerhaven, wir hatten die 200er-Marke geknackt, da waren in Bremerhaven 207,7. So, am 22. 147, am 23. 144,3 und am 24. Da sind wir ja schon wieder bei 154,9. Was heißt das jetzt für mich? Also, ne, so, ich führe jetzt eine Liste. Ich musste dann, ich habe 3 Anfragen beantwortet und dann war ich abgenervt, weil ich dann auch gucken musste, etc. pp. Weil manche wirklich von weiter her reisen, vorher dann noch schnell zum Schnelltest gehen müssen oder auch nicht. Reicht das, wenn die vor der Tür stehen und so einen eigenen Schnelltest machen oder was? Das konnte ich inzwischen klären, erzähle ich gleich. Das heißt jetzt für mich, ich beobachte jetzt die Zahlen. Laut der Pressemitteilung guckt der Magistrat in Bremerhaven nach den RKI-Zahlen. Also gucke ich auch nach den RKI-Zahlen, mache mir eine Liste. Okay, mache ich mir eine Liste und warte dann darauf, was da erzählt wird. Ich hatte in der Vergangenheit, hatte ich das aber schon, dass Leute angerufen haben oder mich angeschrieben haben und einen Termin vereinbaren wollten. Dann sagte ich, in Bremerhaven, da geht das nicht. Wieso? Bei uns sind alle, bei uns sind aber alle Läden auf. Aber, Bremerhaven ist Land Bremen. Und beispielsweise. In dem Fall war es beispielsweise, du kommst aus Niedersachsen, der Wesermarsch. Da ist das vielleicht möglich, aber nicht im Land Bremen, in der kreisfreien Seestadt. Sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Und letztlich kostet das ganz viele
Das höre ich von anderen Einzelhändlern, ganz viele Personalressourcen. Wobei Personalressourcen, das dann meine Person ist und ich dann eigentlich nichts anderes mache als Mails und Telefonate beantworten. So sieht's aus. Und weil wir heute, nee, am Samstag, heute habe ich keine Zahlen gefunden, am 24. April bei 154,9 waren, ist nichts mit Donnerstag, Freitag, Samstag öffnen. Müssen ja 7 Tage, wenn ich das richtig verstanden habe, dazwischen sein. Also ist nichts mit öffnen. So, Punkt. Hat sich das erstmal erledigt. So, auf der anderen Seite, ich habe Anfang Mai einen Friseurtermin. Da brauchst du ja einen tagesaktuellen. Ne? Bei denen ist das klar. Tagesaktuell Buff. Also muss ich ja, jetzt weiß ich nicht, kann ich bei so einem Testzentrum einfach so vorfahren? Oder brauche ich da einen Termin? Also das werde ich nächste Woche machen. Aber jetzt mal was Positives. Was, ich habe Marco von dem Kanal Strick mir was, hat er ja auch nach längere Zeit wieder ein Video veröffentlicht und dann ging er auf die Frage ein, was hat Corona mit mir gemacht? Ja, das will ich jetzt auch mal erzählen, was Corona mit mir gemacht hat. Also ich habe 7 Kilo abgenommen, nichts mehr mit Hüftgold und so. Das liegt daran, weil ich bin kein Stressesser, esse seit dem Klar, Kündigung, kurz, also Kurzarbeit, Kündigung. Esse seitdem regelmäßiger, ausgewogener und viel gesünder. Also macht's nichts. Ich esse nach wie vor eine Tafel Schokolade, zack, ist sie weg. Oder eine Tüte Chips, zack, sind sie weg. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass man die sich gleich auf die Hüfte tackern kann. 7 Kilo sind 7 Kilo. So. Und dann. Auf. Na, wenn ich gesünder esse, dann lebe ich natürlich auch gesünder. Aber seitdem das gibt, schlafe ich auch schlecht. Immer mal wieder habe ich so Phasen. Das geht ja aufs Gemüt. Aber 7 Kilo abnehmen, ohne dass man darauf achtet, ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal. Letzte Woche habe ich erzählt, ich habe ja hier hinter mir die Boxen und ich habe erzählt, dass ich ganz viele Sachen aus den Augen verloren habe, weil machst so eine Box auf, stopfst was rein, dann würde ich dann weiter strecken, machst die Box zu, aus den Augen, aus dem Sinn. So, also bin ich mal da ein bisschen durch. Wollte auch meine Single-Socken da wieder aufhängen, ne? So, die einsamen Burschen. Und darum habe ich heute ganz viel zu zeigen. Ich mache ja immer so kleine Fortschrittsmarker dran. Ich habe aber tatsächlich an jedem noch ein bisschen was gestrickt. Sollte ich was vergessen haben. Aber ihr seht Sachen, die habt ihr schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, und dann starte ich. Aber gleich mit was Neuem. An Strickeritis habe ich natürlich nach wie vor. Das habe ich letzte Woche gepostet. Und zwar habe ich ein paar neue Socken angeschlagen. Ja, neue Socken braucht das Land. Die da. Das weiße die Ostfriesenflagge, ne? Weißer Adler auf weißem Grund und Hainmückblau. Und hinten sieht es so aus, das zeige ich jetzt absichtlich. Ich habe ja bei Elke, also Klöppelbuch Elke, den Shop verlinke ich euch auch. Da kaufe ich ja meine Bücher. Bei Elke habe ich ja dieses Buch da gekauft. Und da sind die Socken. Die gehen da mit Wollresten. Da habe ich mein Lesezeichen rausgemacht, Frau Schlau. Nee, ich habe es doch nicht rausgemacht. Ist nur verrutscht. Das sind die Metasocken. So. Das ist eine Hauptfarbe und viele Wollreste.
Also es ist nicht so, dass ich keine Wohlreste habe, aber ich wollte eben mal so ein bisschen auf maritim machen. Gefällt mir ganz gut. Ich zeige euch, ich habe euch das absichtlich gezeigt, weil in der Anleitung ist hinten ist das Kraus rechts. Das habe ich absichtlich nicht gemacht, weil ich gerne so halbhohe Schuhe trage und mir unterm Fuß stört mich schon so eine linke Masche. Ich bin da ein bisschen Prinzessin auf der Erbse. Also, das habe ich frisch angeschlagen. Gepostet habe ich das auch, aber ich wollte es zumindest mal zeigen. Und jetzt geht's los, Leute. Dann habe ich ja immer noch. Vor 3 Jahren ein Geschenk von vor 3 Jahren, 4 Jahren hat mir jemand gemacht. Das da, da hatte ich ja mal dieses Experiment aus 2 Stränge Sockenwolle, handelsüblich 100 Gramm 420 Meter. Wie viel Paar kriege ich daraus? Ich glaube, letzte Woche habe ich euch ein paar 38er in der Färbung hier Camouflage Waldläufer gezeigt. Und dann hatte ich ja ein paar in 38, 39 für mich. Und dann hatte ich ja ein paar 43er für Mr. Wollaholiker angeschlagen mit einem andersfarbigen Bündchen. Und da habe ich gestrickt. So. Die habe ich fertig gestrickt. Hier war ich das letzte Mal. Also habe ich da noch so viel dran gestrickt. Und die hatte ich parallel gestrickt. Bei der Socke war ich am Bündchen und da habe ich auch noch ein Stück gestrickt. So, und jetzt guckt mal, das habe ich noch übrig. Das bedeutet, da wird nicht so viel übrig bleiben, aber ich werde aus der da mit Sicherheit noch ein paar 43er rauskriegen, dass die Hauptfarbe und aus der vielleicht die Ferse und die Spitze. Mal gucken, was da übrig bleibt, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Das war ja dieses Projekt. So, jetzt habe ich galant wieder die Nadel rausgezogen. Ach, und das hier ist übrigens das Wollholiker Ostersockenmuster. Das verlinke ich euch auch. Das findet ihr hier kostenlos auf dem Kanal. So, alles wieder einpacken. Und das da war ein Zuschauergeschenk. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war ein Zuschauer. Ich weiß nicht mehr von wem, aber immer in Gebrauch. Weil ich ja einen Faden an den Reißverschluss gebracht habe und dann rumgenängert habe, weil mein Projekt war zu groß für die Tasche und weil mir dann die Projekttasche quasi mein Strickzeug kaputt gerissen hat. Darum habe ich das da geschenkt gekriegt, weil hier ist nämlich kein Reißverschluss. So, und das ist meine freie Schnauzejacke. So. Glaube ich, nächstes Mal kann ich es auf die Püppi hängen. Da war ich da. Also ihr seht, ich bin immer noch an den Ärmel schrägen. Ich habe ein zweites Knäuel angefangen. Und das ist die ganz toll Banderole nicht drin. Lass mich kurz überlegen. Das neue Garn, was wir im Programm haben, die ganz tolle Balayage von Pasquali. Und ich habe da immer wieder nur so eine Reihe dran gestrickt, wenn ich Kuschel an den Händen haben wollte.
Das ist der Kuschelfaktor schlechthin. Freischnauzejacke. Und dann, ich habe ein paar Mails gekriegt. Da wurde ich gefragt, warum ich denn so viele Jacken stricke. Das ist ganz einfach. Ich bin ja schon ein großes Mädchen, ne? So, manchmal wird es mir ganz heiß. So. Wenn du jetzt aber einen fetten Pullover anhast, ist manchmal ganz blöde mit Ausziehen. Hast aber eine Jacke an, kannst aufknöpfen. Ne? So. Dann kannst du auch mal so machen. Und wenn dann die aufsteigende Hitze vorbei ist, dann machst du die Jacke wieder an, wenn es dir kalt wird. Du machst die Knöpfe zu, wenn du welche dran hast. Deshalb stricke ich Jacken. So. Das da habe ich mal von der lieben Knittingfee geschenkt bekommen auf dem Stricktreffen in Nordenham. Ne, falls du zuguckst, das ist immer noch in Gebrauch. Und da war eine kleine Ziegenmilchseife drin, gut duftend. Die habe ich inzwischen aufgebraucht, aber die Tasche riecht immer noch. Und ich habe angestrickt die Färbung, jetzt habe ich den Strang natürlich nicht da, für mich die Färbung unsere Seestadt. Ne? Das sind die Farben des Stadtwappens der Seestadt Bremerhaven. Das sind ein paar Socken für mich, unsere Seestadt. So sieht das quasi gestrickt aus. Der erste Socken ist fertig. Sonst ist da nichts drin, weil den zweiten habe ich noch nicht angestrickt. Aber fertig. Dann, guck mal, so viel hatte ich noch nie zum Zeigen die letzte Zeit. Ich zeig dir auch gar nicht alles, weil ich gar nicht in alle Boxen reingeguckt habe. Muss ich mal auf die Uhr gucken, 22 Minuten. Ich wollte nicht so lang sabbeln. Hier, die Sneakersocken Hanna. Die Sneakersocken Hanna. Da habe ich ja mit der zweiten, das soll ein Geschenk werden. Mit der zweiten kann ich zeigen, guckt kein. Da war ich ja beim Bündchen und beim Bündchen habe ich angefangen weiter zu stricken und letzte Woche war ich da und so viel ist weitergegangen. Das ist relativ viel, weil das ja ein Lace-Garn ist, die Bangbüchs, die auf 800 Meter auf 100 Gramm liegt. Die stricke ich mit 2er, 2,25er. Ich will jetzt nichts rausziehen und gucken, was da drauf steht. Nadeln 2er. Weil ich denke, es ist schöner, wenn man im Sommer Sneakers anzieht und dann auch dünnere Socken hat. Und Merino ist ja atmungsaktiv. Ganz stolz auf mich. So, dann habe ich, ach guck, dann habe ich, Geschenk habe ich auch noch gekriegt. Guck mal. Ja auf Rot mit weißen Punkten. Da habe ich. Ach hier, guck. Das habe ich euch die ganze Zeit unterschlagen. Unser Enkel Tamino hat Mr. Woloholiker einen Brief. Jetzt kann man das nicht richtig sehen. Ich mache das mal so. Einen Brief geschrieben. Ich habe per Videochat zugeguckt. Und zwar ist das, so lange ist das schon her? 24.02. Hat Mr. Holoholiker einen Brief, Opa Thorsten einen Brief geschrieben. So, jetzt kann ich das auch an die Wand hängen. So, dann habe ich einen Brief gekriegt. Geschenk. Immer wenn ich dich sehe, dann will ich ans Meer. Ist ja schwäbisch. Wenn ich dich sehe. Also. Und da war das drin. Und dann habe ich gedacht, alter Verwalter, wie toll ist denn das? Das sind ja so einzelne Muscheln. Tuch mit einem Muschelmuster und
Ute schreibt, ich soll es nicht zeigen, ich weiß, aber niemand weiß, wer du bist. Ganz viele heißen so. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich lese mal vor. Liebe Gabriele, eine wollige Umarmung mit einem ganz großen Dankeschön für alles, was du die letzten Monate geleistet hast. Die Muscheln stehen für den Glückwunsch zum Viel Bremerhaven-Influencer, die Färbungen Bremerhaven im Februar und März erinnern respektvoll an deinen Endspurt für den neuen Laden. So weiter lese ich jetzt nicht, aber ist das nicht hübsch? Das ist doch schön. Da hatte ich auch ein bisschen Pipi in den Augen. Vielen lieben Dank. So. Schön wieder wegpacken. So, und der Titel von dem Video, ich habe mich entschlossen, dass ich nicht nur dahinter schreibe, keine Ahnung, 134, 132, 133, Sonntagszeit ist Videozeit, sondern ich gebe dem wieder einen Titel. Und der heißt ja viele neue Bobbel, weil wir hatten am Samstag ja ein Shop-Update mit ganz vielen neuen Bobbels, die in Online-Shop gewandert sind. Kannst gleich mal gucken gehen. Ich habe aber jetzt keine zum Zeigen mitgeschleppt, sondern zeige euch einfach mal meine Bobble-Projekte. Da werde ich ganz oft nachgefragt, wenn ich das umgewickelt habe. Das ist so ein Bobble. Das war ein Bobble. Und den habe ich nach der Videoanleitung Wollholika Basic Tuch gestrickt. Das ist so ein Kopf aus kraus rechts, nur an einer Seite zunehmen. Anleitung total easy. Die verlinke ich euch auch, das Wollholika Basic Tuch. Das habe ich ja in diesen Grautönen. Hatte ich immer bürofein. Und dann hatte ich ja noch so ein bunten, genau gleich, nur hier habe ich so kleine, guck, da ist ein Fleck dran, andere Stelle. Hier hatte ich so eine kleine Kante dran gehäkelt, farblich passend. Das ist auch so aus einem etwas bunterem, aber in Pastelltönen Bobbel. Trage ich immer genauso, wickel ich einfach drumrum. Kraus rechts ist egal, welche Seite. Und weil ich aufgeräumt habe, keine Bange, ich habe nichts neu angeschlagen, sondern einfach weiter gestrickt. Wobei den Bobbel, den habe ich mir auf dem Reveille-Treffen in Lüneburg vor 3 Jahren, 2 Jahren gekauft. Den habe ich tatsächlich noch mal aufgeribbelt. Das bamselt jetzt nur hier dran, dass das dran bamselt. Ich war nicht weit, guck, so weit war ich, weil da ist kruschelig, das siehst du, dieses Aufgerüppelte, und habe dann so viel gestrickt. Da habe ich mich entschlossen, ich fange außen an und dann wird es bläulich nach innen. Ich glaube, da hieß Nordseesturm oder so, weiß ich auch nicht mehr. Auf alle Fälle den. Und ich habe, weil ja ist nicht so viel, genau, ist nicht so viel Grau da, darum habe ich mit dem angefangen, weil wir stricken ja schmale Spitze, dann habe ich eine längere, größere, schmale Spitze, bevor der blaue Teil und der noch dunklere blaue Teil kommt. Falscher Fehler. Da habe ich weiter gestrickt. Gott, jetzt kann ich ganz viele Sachen weiter stricken. Und dann habe ich hier mal ein Zuschauergeschenk bekommen. Mit einem Bobbel mit Glitzi drin. Das wird genau das gleiche Tuch, Wollholika Basic Tuch. Und da habe ich nicht geribbelt, aber ich habe mit dem Mint hier weiter gestrickt. Und da war ich tatsächlich da.
Also du kannst jetzt kontrollieren, alle Sendungen zurückverfolgen. Ich war tatsächlich da. So, das ist mein zweites Wollerholiker-Basic-Tuch. Ja, und wenn du denkst, warum ich jetzt diese Tücher sind einfach praktisch. Da muss nicht viel nachdenken beim Stricken. Kannst aufhören, es auch mal, so wie ich, ein Jahr oder anderthalb liegen lassen. Kommst immer wieder rein. Und die passen halt zu jedem Outfit. Deshalb auch Basic-Tuch. Ja, mein Tisch ist leer. Mein Tisch. So, ich wurde dann immer wieder gefragt, was denn das für ein Tuch ist. Das hatte ich mal hängen, ohne zu kommentieren. Und ich hatte es um Hals und habe auch nicht groß was dazu gesagt. Das da ist unser eigenes Design, das Hanna-Tuch. Zu dem Hanna-Tuch findest du im Online-Shop Pakete farblich aufeinander abgestimmt. Jetzt wird die Püppi nackig, ob es jetzt genau noch farblich so ein Tuch, wie das Tuch, ob es genau noch dieses Paket gibt, das kann ich dir nicht sagen, aber das ist unser eigenes Design. Mit vier unterschiedlichen Farben. Findest die Anleitung hier auf dem YouTube-Kanal in einzelnen Videofolgen kostenlos und das verlinke ich dir auch. So, das ist das Hanna-Tuch. So, das war's, was ich dir zeigen wollte. Und ich hatte mir meine rosa Brille auf hingelegt. Aber ich gedacht, erzähle ich das mit dem. Oh, ich kriege das alles raus. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen möchtet, dann kauft einfach im Online-Shop ein. Ladenlokal ist zu, es fehlt natürlich. Wir bedanken uns ganz herzlich. So, jetzt geht's zum Wochenausblick. Was habe ich nächste Woche vor? Nächste Woche. Als allererstes finde ich mal raus, glaube ich, das habe ich schon gesagt, ob ich einen Termin brauche beim Testzentrum, weil ich ja zum Friseur will, Anfang Mai, oder ob ich da einfach so hinschlappen kann. Und wenn ja, wie lang eventuell die Wartezeit ist. Weil, guck, jetzt fahre ich mir wieder durchs Haar. Weil, wenn ich da 3 Stunden warten muss, dann weiß ich nicht, dann lasse ich mir halt wieder eine Corona-Matte stehen. So. Ich färbe natürlich wieder nächste Woche. Hoffe auf Detailinfos zum angesprochenen Thema, das ich nicht weiter vertiefen möchte. Und arbeite so vor mich hin. Mal gucken. Vielleicht kriege ich ja am Montagmorgen die Störche in meinen Knipskasten. Ich gucke immer aufs Bild, aber eigentlich muss ich ja da an die Kante gucken, damit du das Gefühl hast, dass ich dich angucke. Aber irgendwie ich rede ja mit mir selber. So. Ist ein bisschen schwierig. Jetzt gucke ich auf die Uhr. 33 Minuten, das reicht. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Lass dich überraschen, welche UFOs ich nächste Woche wieder vorzauber. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, habe mir was ausgedacht für nächste Woche und also für das nächste Sonntagszeit. Eigentlich erzähle ich ja immer was, wenn mich Mr. Wohl. Ah, genau, das muss ich nur erzählen. Also, bin ja schon großes Mädchen. So, bin ja schon großes Mädchen. Und dann ist das ja mit dem Hormonhaushalt nicht mehr so. Das haben wir aufsteigende Hitze, bla bla bla. So. So. Also habe ich natürlich so ein bisschen. Ne? Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und dann so einzelne dicke Borsten. Also habe ich gedacht, okay, Gabi, es wird Zeit, du kaufst dir mal ein Epiliergerät. Ich hatte eins fürs Gesicht, aber
Das hat zwar den dünnen Pflaumen geschafft, aber nicht so einzelne fette Haare. So, ich habe da drei Stück. So, Ziegenhaare, ne? So. Also kaufe ich mir ein Epiliergerät. Paket kommt. Ich pack aus. Kartonage, blaue Tonne und dann lege ich das dahin. Neben die Kaffeemaschine. Dann kam ich aber nicht dazu, 2 Tage das mit ins Bad zu nehmen, um es dann auszuprobieren. Also schlich dann Mr. Woloholiker immer da drum rum und sagte zu mir, was ist das? Und dann sagte ich, Epiliergerät. Wieso ein Epiliergerät? Du hast doch eins. Sag, ja, ich habe eins, aber das schafft die Ziegenhaare nicht. Das schafft den dünnen Pflaumen und die Ziegenhaare. Dann war erstmal Ruhe, dann guckt er mich an und sagt zu mir, alte Ziege. Jetzt kommst du, weil du weißt nämlich noch nicht, wenn ich rumpupe und er das eher witzig findet, dann sagt er nämlich immer, alte Ziege zu mir. So. Ja, Szene einer Ehe. Ansonsten habe ich ihn geknipst. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast in der Wolleholiker-Gruppe. Habe ich ihn geknipst. Ich mache ja immer am Samstag immer unter dem Hashtag Wochenendprogramm in der Wolleholiker-Gruppe schreibe ich immer, was wir so samstags und sonntags vorhaben. Wobei sonntags haben wir immer das gleiche Programm. Aufstehen, Hausputz, keine Ahnung, Wäsche, Mittagessen. Ich mache Mittagsschlaf, dann Sonntagsvideo. Und dann fange ich am Abend ja schon wieder an, fürs nächste Sonntagsvideo zu stricken. Also so. Und Mr. Wollerholiker wollte ja einen Garten und weil ich ja mal die Geschichte erzählt hatte und er seitdem den Beinamen unser kleiner Hochstapler trägt und er galant auf so einer kleinen Mauer stand und ich gerade dazu kam, habe ich ein Foto gemacht. Das habe ich da gepostet. In der Wollerholiker-Gruppe auf Facebook. Okay, ich verlinke dir alles. Wenn dir das gefallen hat, lass ein Abo da, aktiviere die Glocke, dann wirst du immer wieder darüber informiert, wenn wir was Neues, ein neues Video hochladen. Ich wünsche dir einen schönen Restsonntag, einen schönen restlichen Tag, wann immer du dieses Video schaust und verabschiede dich mit den Worten: Sonntagszeit ist Videozeit. Wir sehen uns bis nächste Woche.